Meine Erfahrung und ich glaube auch von meinem Alter her, ich glaube, brauchen die Jungs auch ein bisschen Unterstützung. Aber gerade auf dem Platz, da hört man sich selber schon gar nicht. Und ich glaube, manchmal kriegen die Jungs das auch gar nicht mit. Aber trotzdem versuche ich immer positiv zu sein, weil für die ist das auch hier vor so vielen Zuschauern zu spielen auch ungewohnt. Ne? Und Mülheim, Dora, Theodor, 53,08. Nochmal die Kennzeichen: Mülheim, Anton Gustav, 44. Und Mülheim, Dora, Theodor, 53,08. Ja, ich glaube, wir können froh sein, dass die Herren und Damen hier in Mülheim so gut an sind. Deswegen bitte auch den Weißen folgen. Dankeschön. Tja, ich ja auch ganz ehrlich, liebe Fußballfans, ich freue mich, dass wir so viele Falschparker haben. Das ist mir lieber, als wenn gar keine Falschparker über gerne gekommen ist. Ja! Also, es scheint voll zu sein in der RWE-Sporthalle. Dann parken wir an, würde ich fragen, Plätze mal bitte, liebe Autofahrer, nur da, wo es auch erlaubt ist. Und erlaubt ist natürlich auch, unsere Mannschaft anzufeuern. Ich denke, das dürfen wir so ganz parteiisch sagen, denn endlich wollen wir sie mal ins Halbfinale bringen. Die Mülheim Monsters! Sparkasse Mülheim als Hauptsponsor hat sie auch für dieses Turnier neu eingekleidet. Aber diese neuen Trikots, die sehen wir noch nicht. Und ja, ich glaube, ich nehme die Überraschung nicht vorweg. Ich denke, im Laufe des Tages werden wir das natürlich noch sehen, wie diese Trikots gestaltet sind. Warten Sie es einfach noch ein bisschen! Moment hingezittert und das hat man an dem Schuss gesehen. Er wollte die Hymne unbedingt wieder hören. Torschütze zum 1:0 für Rot-Weiß Essen, der Spieler mit der Nummer 14, Erwin Kuhn. Rot-Weiß Essen in jedem Jahr dabei gewesen beim Traditionsmaster. Heute natürlich klar.
Schlag und wir vermissen. Das ist dann auch gesehen. Thorsten Bungsmüller da sofort abzuziehen. Der früher mal für den VfB Speldorf gespielt hat. Da war dann doch nochmal ein Abwehrball dazwischen. Jetzt der Willian Kraft.
spielt sich da durch, der Robert Barnitsch hat den Ball nochmal behauptet. Ah, der rennt zu leicht, ja, abgebaut. Letzter Moment. Der Gröberhausens Abwehr. Aufmerksam in dieser Situation. Der Igor Denisio von Rot-Weiß Essen. Und für das nächste Spiel machen Sie bitte bereit. Die Mannschaften von Schalke 04! Und dem MSV Duisburg! Jörg Ebauer geht runter. Für die Jungs 32 kommt Union Mülheim spielen und trifft vor allen Dingen. Und deswegen für diese Mülheim Ortsklasse auch ganz wichtig ist. Liebe Mülheimer, bitte ein rhythmisches Klatschen für die Ortsklasse. Die haben nur noch 4 Minuten, um den Ausgang zu erzielen. Einmal Halbfinale, Mensch, das muss doch möglich sein. Wenigstens einen Punkt mitnehmen.
Reviersport. Ehrlich, echt.